Oh. Ne, hätte der mich jetzt erwischt, ne, dann wäre ich sauer gewesen. Ohne Scheiß. Alter, lass mich doch gehen. Ich lasse euch auch in Ruhe. Jetzt ist gut. Jetzt ist nimmer witzig. Ach, der fährt gar nicht da oben. Jetzt dachte ich, toll, ich verarsche den jetzt mal. Aber egal, so. Jetzt aber schnell hier. Schnell, 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 schnell. Bevor die nächsten Bullen kommen. Komm, 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 komm. Komm. Komm schon, komm schon. Komm, komm und... Fuck yeah! Schafft. Oh, ich bin einfach geil. Alles klar, du kennst den Deal. Ming weiß, dass man viel über dich spricht. Er will nicht länger auf dich warten. Bring's also hinter dich. Ich weiß. Geil, oder? Also... Das wäre geschafft und jetzt würde ich sagen, wir fordern mal Ming heraus. Ming, 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 Ming. Dingeling. Ming. Oh, hat der nicht einen Lamborghini? Oh, fuck. Komme ich da mit meinem DB9 überhaupt gegen an? Na, ich weiß nicht so recht. Oh yeah. Fuck yeah. Der Typ hat ja schon ein bisschen Style, so. So ein bisschen. So, perfekt. Was ist denn das? Rundkurs, yo. Also, meine Kiste zieht zumindest mal aus dem Stand schneller weg als dem seine, beziehungsweise ich gebe auch direkt mehr Gas, wahrscheinlich gibt er gar kein Gas, wie alle anderen Blacklists auch. Weil, ich sehe schon kommen, er hat mit seinem Wagen ca. 300 km/h Spitze, wenn ich mit dem fahre, habe ich wieder 350 Spitze. Weil, ich einfach mehr aufs Gas latsch, weil, hat Andreas auch schon mal ein paar Mal angesprochen und erwähnt, dass es so bei Need for Speed wie so ein Gummiband-Effekt ist. Dass der Gegner nie weit vorne und auch nie weit hinten ist. Es sei denn, man ist wirklich gut. So ist das Spiel so ein bisschen programmiert. So. Dass man noch eine Chance hat zu gewinnen, wenn der Gegner vorne ist. Dass man aber auch noch nicht so sicher gewonnen hat, wenn der Gegner einen Kilometer hinten ist. Also das ist ein bisschen komisch geworden, finde ich. Aber es ist nicht schlecht. Also ich habe nichts dagegen. Oh, und jetzt habe ich auch irgendwie keine Lust mehr zu reden. Ich will jetzt nur noch spielen. Ich will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. Zack, erste Runde schon gewonnen. Hier, gleich. Zack. Jetzt nochmal der ganze Shit-Nigger. Und dann das zweite Rennen noch locker flockig. Kurz, mal eben, schnell, geschwind, kurz weghauen. Und dann, haben wir auch endlich Blacklist 6 Ming geschafft mit seinem Lambo. Weil den Lambo will ich. Und ich habe mal unter einem Video als Kommentar gesehen, wo der nächste Wagen sein wird. Allerdings habe ich schon wieder vergessen, wo. Aber ich werde mir meine Need for Speed Videos mal kurz reinschalten und werde gucken, wo das Kommentar stand. Wenn es dann wirklich stimmt, dann danke ich dem noch. Aber das werde ich dann gleich machen, wenn ich überhaupt gewonnen habe. Weil ich weiß wirklich beim besten Willen nicht mehr, wo der geschrieben hat, bei welchem, ich weiß nicht mehr, bei welchem Part genau er es geschrieben hat und ich weiß nicht mehr, wo genau es sein soll, der Fahrzeugbrief. Weil ich fänd das cool, dann könntet, wenn es stimmt, wenn es wirklich stimmt und eure Methoden da funktionieren, könntet ihr ja für mich zählen und für mich gucken, so ja, wann kommt der nächste Wagen, wo der nächste Wagen immer drunter versteckt ist. Jetzt können wir unser Nitro hier auch noch verheuze. So. So in etwa. In etwa so. Und dann fertig. Dann gibt es noch eine Radarfalle. Bestzeit 3:43. Oh. So, ich darf wahrscheinlich weiter vorne starten. Ich bin wieder ein bisschen müde.
Nein, ist eine Radarfalle. Ja, kein Nitroverblase. So, Ming, zeig mal, was du kannst. Cool, wie denn er deine Karre demoliert, wenn der Schaden an wäre. Krass. Zack, bang, 240, ja gut. Ich hätte... Was, 150 mit dem Lambo? Oh, der Ming ist so schlecht. Der Typ ist so mies. Der Ming ist so schlecht in dem Spiel. Oh, gerade hier gleich ein Schlenz gemacht. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, oh, shit. Scheiße, jetzt ist er vorne. Also von der Strecke her. Bäm, ich bin vorne. Fatz. Du Pisser, ich mach dich so fertig, Ming. Ich mach dich so kalt. Alter, was ist mit mir los? Warum fahre ich so riesen Schlenker hier? Scheiße. Ich kann es mal voll nicht mehr. So ein Scheißdreck. Ah, so ein Scheißdreck. So, jetzt ist gleich er kurz vorne. Liegt aber einfach... Ganz einfach gesagt daran, dass er als erstes durch den Meilenstein gefahren ist. Durch die Radarfalle. So. Wir sind immer noch mit 20 km/h vorne, also wir haben noch genug Luft nach oben hin. Aber bald auch nicht mehr so. Jetzt bin ich wieder vorne, allerdings mit wie viel? Mit... Oh ja, mit 40 circa, ja. Das kommt hin. Jetzt müssen wir nur hier wieder rasend schnell durch den Blitzer fahren. Bäm! 308 km/h und ginge Wand! Scheiße! Aber mit knapp 100 km/h vorne und der hat auch nicht so viel Vorsprung. Also von der Strecke her. Das heißt, das Rennen ist mir eigentlich schon wieder so gut wie sicher. Und am Ende stellt sich raus, dass mein DB9 viel besser ist als dem seiner. Also von den Werten her. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Zack. So, jetzt natürlich hier wieder überhaupt kein Speed mehr. Aber wieder vorne, Gott sei Dank. Aber auch nicht, ja gut, doch mit 50 km/h, ca. 50, 60, irgendwie sowas. Komm schon, den schaffe ich. Ich schaffe das Rennen. Ich mache den so platt. Vor allem jetzt. Jetzt hole ich wieder Speed auf. Hoffe ich. Oh, ich glaube, der kommt relativ früh ins Ziel. Aber ich bin mit genau 100 km/h vorne. Das Rennen ist mir so gut wie sicher. Sauber. Mit wie viel Statistik, mit wie vielen Punkten habe ich denn jetzt gewonnen? Naja, locker, komm. Zack. So, jetzt mache ich einen kurzen Schnitt und gucke nochmal kurz, was derjenige geschrieben hat, wo der Wagen sein soll. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt, bis gleich. Also, ich habe den Kommentar gefunden. Der war bei Part 41 meines NFS-LPs. Und der war von der Niklas 30. Und er schreibt, der Wagen wird rechts sein. Und er ist rechts. Krass. Danke. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es stimmt. Danke, Niklas. Finde ich echt krass. Haha, geil. Also, special thanks to the Niklas 30 hier mal an der Stelle. Gruß an dich. Dankeschön, finde ich cool. Kannst du gern wieder machen. Kannst du eigentlich auch direkt unter das Video hier schreiben, dann werde ich mir das diesmal merken. Und dann kann ich immer den Fahrzeugschein nehmen und hier die Leistungsupgrades, Fahrwerk-Upgrade, so. Geil, wir haben den Need for Speed, cool. Nächster Gegner, Blacklist 5, ich wollte ja sagen 15, hä? 15, hä? Ne, Blacklist 5, Wes Allen, Webster, Wagen, Corvette C6, Stärke, Verfolgungsjagden. Webster redet ständig nur von Autos, PS und Rennen. Er hält einfach nicht die Klappe. Der Typ denkt doch tatsächlich, dass er mal groß rauskommt. Wer es glaubt, wenn er nicht gerade durch die Stadt rast, hängt er in Shops rum. Seine Karre ist extrem aufgemotzt. Dafür sieht sie von innen aus wie eine Regentonne. Ah. Und der Zettel. We'll be right back.
Oh, schon vorbei. Na, wie ist das so? Nummer 6 auf der Blacklist und das aus dem Nichts. Wer hätte das gedacht? Muss ein tolles Gefühl sein. Weiter so. So, fertig. Mein Bro war gerade hier im Zimmer und der hat nachgefragt nach einer Steckdose. Beziehungsweise nach Verlängerungskabel. Habe ich natürlich nicht. Aber egal. Jetzt erstmal zum Unterschlupf. Mein Gott. So. So. Nehmen wir uns mal die nächsten. Oh ja, der viel geilere Werte. Juhu. So, Kopfgeld haben wir auch schon genug. Geil. Fett. In Kommen einer Verfolgung in weniger als 2 Minuten. Mache ich gleich. Aber jetzt mal erstmal mit 210 km/h blitzen lassen. Oh yeah, Lamborghini. Mit dem Lambo. Ich weiß gar nicht, was bringt eigentlich Kamera zurückziehen. Bringt ja im Prinzip nichts, oder? Nein, so knapp. Das ist aber ein Scheißblitzer, muss ich gerade mal hier sagen. Aber man kann auch von hier fahren. Gut, mache ich so. Ja, ich denke, das reicht zum Beschleunigen. So. Erstmal umdrehen. What the fuck? Ich hab genug gehabt, Mann. Wie viel km/h the fuck? 210 hatte ich doch, Mann, oder? Scheiße. Ah ne, ist nur der Blitzer. Ja gut, dann halt eben nochmal, wa? Ist 200. So, hat mich das von voll abgebremst oder was? Naja. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt erstmal die Meilensteine. So. 290 km/h. Das müsste ich jetzt aber eigentlich locker schaffen. Kamera mal zurückziehen nochmal. Just for fun, weil ich's kann. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich hier die Bullen gerade habe, oder? Aber egal, dann entkomme ich jetzt halt kurz und dann habe ich halt den Erfolg geschafft, in weniger als 2 Minuten der Verfolgung entkommen. Das ist doch auch schon mal was. An alle, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung. Bam! Geschafft. So, dann kann man jetzt direkt hier noch den nächsten machen, hier. Und diesmal ohne Kamera zurückziehen, weil es nämlich eigentlich ziemlich für den Arsch ist. Also, 290 km/h. The fuck? Willst du mich verarschen, oder was? Langsam reicht's mir hier. Komm schon. Come shot. Komm schon, jetzt. Jetzt aber. Gleich. Ich achte jetzt peinlichst genau auf die Geschwindigkeitsanzeige. Da fuck, warum schaffe ich denn das nicht?